Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Karte auf dem Marsch. Wie ich gesagt habe, Feld Nummer 14 ist reif, da beginnen wir mit der Ernte. Solange es dunkel ist, werden wir noch auf Stufe 60 lassen. Dann müssen wir halt den Kurs löschen, ne? Dunkel mache ich gar nicht arbeiten. Das ist irgendwie. Da sieht man nicht viel. Aber auch nicht viel. Ein bisschen erraten, wo was ist, ne? So, der andere Kollege ist fertig. Aber wir werden hier erstmal entsprechend beginnen. Na, nehmen wir Level 3 Rundbahn. Wenn der Zaun da oben, ne? So. Das wäre Strohablage anschalten. Komm mal. So. Das klappt schon mal. Stroh auch. Okay. Dann werden wir uns gleich um den zweiten Fahrzeug kümmern. Um ein Düngerfahrzeug. Ist die Wiese schon wieder? Oh, die Wiese ist schon wieder. Jetzt können wir schon wieder ernten. Das ist super. Aber wir fahren mal immer. Oh, na gut. Wir fahren erstmal runter vom Acker. Auch wenn wir Spuren da lassen. Macht nichts, nicht so schlimm. So, Menü weg. Jetzt kümmern wir immer darum, dass wir mal die Ernte hinkriegen. Also Innenansicht. Haben wir auch Fernlicht? Nicht dolle, ne? Aber wir haben jetzt 5.05 Uhr, das ist eigentlich bald hell werden. Gutes Herbst, dauert länger. Unsere Brücke. Unsere Rampe für die Straße. Ja, danke, wird's hell. Ganz, ganz langsam. Die ersten schon wach hier, brennt schon Lichter. Gut, dass der KI-Verkehr aus ist. Also die ganz wilde Autofahrer hier. Dann können wir den gleich zum Strohsammeln her. So, jetzt haben wir mittlerweile hell genug. Jetzt gehen wir runter auf 5. Erstmal auf 5. Wenn alles strenger reisen, gehen wir auf 1 zurück. Wenn es richtig hell ist. Weil dann ist halt Abend 18 Uhr Regen. Bis dahin möchte ich die Ernte eingefahren haben. So, Dünger ist super. Bin wir im Hof. So, nehmen wir den Weiß hinstellen in den Kalkstreuer. Durch die Hecke.
Ich weiß, wie wir eine Halle hinbauen. Aber das wird eher so kommen, wenn ich vielfach anbeginne. Das sieht schon nicht schlecht aus. Ersten Reifegrad. Da schon der zweite. Oder letzte sogar. Der ist fertig. Gleich Schwung holen hier. Da können wir dann ja gleich beginnen mit Stroh abfahren Richtung Hof. Ob wir verwerten könnten, ne? Dritte Folge jetzt nachher. Naja. Mittlerweile haben wir es 18 Uhr bei mir. Ist ein Wochentag. Morgen früh habe ich Frühstück. Das heißt, so lange geht es nicht. Da bin ich. Rohr ausfahren. Lex machen können. LKW hat einen Vorteil, man kann weit, weit zurückfahren und der andere kann entsprechend bequem vorbeifahren, hoffe ich jedenfalls, ohne dass wir rückwärts fahren müssen groß. Dann werden ein paar Meter unegal. Das ist die Presse, ne? Wir werden ein bisschen Stroh sammeln. Das können wir machen nebenbei. Ja, der hat gut Licht. Hätte ich mit zwei Fahrzeugen ernten sollen. Na gut, hätte. Also sobald die anderen beiden reif sind, hier geht es hier auch los. Ja, das Licht hat nicht steht noch. Okay. Etwas verunstaltet die Fläche, aber mal sehen, vielleicht können wir das irgendwie nutzen. Oder auch nicht, das ist tragisch. Produktion können wir hinstellen vielleicht. Ein bisschen Dings müssen wir noch machen hier, ein bisschen Thermoforming. Wenn es späten Herbst die Arbeit erledigt ist, dann können wir das machen. Hoffen wir, dass wir nicht kalken müssen. Ja, man muss schon mal schauen, ne? Drehen. Nur das hätte ein bisschen vorbereitet hätten, dann hätten wir schon mal alles da gehabt. Na gut. Der Gedanke war ja schon mal da. Aber ja. So.
So, der andere ist voll. War schon rüber. Da steht er. Da war ein Lager voll, das Lager voll, ne? Das ist ja auch ein Scheiß, ne? Wenn du ein großes Feld hast und zwei Wachstumsstufen drin hast. Das sollte normalerweise nicht passieren. Da war der KI auch so dämlich mit Auspflanzen. Und man dazu sagen muss, dass normalerweise Raps ja im Herbst ausgesät wird. Somit wäre das gar nicht mal so. Würde so nicht passieren. So. Ja, 100%, 6% und 50% Feuchtigkeit. Ist doch früh am Morgen. Ist eigentlich ungünstig wegen Tau. Wolken ziehen auf. Wie ist das andere eigentlich reif? Noch nie reif. Schlecht. Jetzt haben wir frühen Herbst. Das heißt, Grasaussaat heute gelingt. Wahrscheinlich. Also viel Stroh brauchen wir nicht, das Lager nur gefüllt. Die Tiere brauchen nicht so viel. Pro Tag ungefähr, keine Ahnung. Eigentlich nicht leer. 10.000, 12.000, 15.000. Ist nicht viel. Wenn wir 8.000 drin haben, schon gewaltig. Die Fall ist ja über 60% wieder. Noch nicht reif. Und hier wieder ganz knapp mit der Ernte. Das haben wir am dritten Tag ausgesehen. Und drauf steht auch. Jo, können wir hier reinfahren, ne? Unsere neue Einfahrt. In Anführungszeichen. Wo das hier, naja gut. Aber wieso der so ein Knall, also so erhöht hat im Prinzip. Aber wie gesagt, das ist eine bei der Vierfachkarte. Beginnen wir ja bei 0. Beziehungsweise starten wir neu. Da werden wir gar nicht lange rumzaubern. Die Bestwert errechnen, was wir hatten. Die Felder ausschreiben, die wir hatten. Dann die Felder neu kaufen, Maschinen neu kaufen.
mir gar nicht groß. Tamtam sagt man so, ne? Da geht das ruckzuck. Naja, das ist ein paar Stunden Arbeit, denke ich mal. Naja, Stunde betrieben, aber die ganzen Geräte aufschreiben, was wir haben, plus den Wert dazu ermitteln, halbwegs, ne? Also ungefähr passt. Dann ist auch nicht kaufen, später gleich. Und alles im Hof fahren wieder. Produktion habe ich noch nicht so viele. Da wir gut versorgt sind mit Mischfutter. Muster kalt rein. Drauf. Nein, haben wir Glück. Fliegen müssen wir auch nicht. Ja, super. Das wäre nämlich Katastrophe gewesen. Aber gut, Katastrophe. Aber Gras könnten wir auf jeden Fall. Das ist aber schnell gewachsen, kann man sagen. Wird dafür noch nass gedüngt haben. Sonst wäre das und schaffst das gar nicht. Nur mit der Methode, mit der Gärreste geht das. In Anführungszeichen Methode. Ah, fahren wir so lang. Wie gesagt, das meiste brauchen wir sowieso nicht. Reparieren, gerade bei 20%. Bisschen dichter ran, ne? Ja, das hat doch gar nicht. Der Raps sieht zu reif aus, ist aber nicht. Ey, alles arbeiten hier, alles, nicht nur ein bisschen. Ja, Kursplay, andere nicht. Überlege ich auch, ob wir da nicht komplett erstmähen und dann mit einem großen Schattgerät auf 14 Meter dann alles. Ah ja. Die Frage immer, was schneller ist, ne? Nehmen wir an, zum nächsten Erntezeit werden wir mit dem Dünger Unkoppel kämpfen können und müssen. Ich kann nicht weniger.
So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.